Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 36. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und ich stelle, wenn ich in den Raum schaue und auf die Besuchertribüne schaue, die heute Abgeordnetentribüne ist, die Beschlussfähigkeit fest. Das eben schon gesagt, wir leben in einer schwierigen Zeit. Das Coronavirus verändert alle unsere täglichen Abläufe. Ja, es verändert auch unser gewohntes Leben in einer dramatischen Art und Weise. Und natürlich muss es unser aller Ziel sein, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, es zu strecken, die Infektionskette zu durchbrechen, wo das möglich ist. Und das stellt auch uns als Parlament vor enorme Herausforderungen. Ich bin oft gefragt worden, bevor diese Sitzung feststand, ob das sein muss, ob wir als Parlament zusammentreten müssen, ob das nicht gefährlich ist, ob wir nicht dadurch die Infektionskette möglicherweise erschweren. Natürlich, und das ist, glaube ich, eine der ersten Feststellungen, muss gerade in Zeiten wie diesen, müssen die Institutionen des Staates, und das gilt allen voran für die erste Gewalt, handlungsfähig sein. Wir können unsere Arbeit nicht einfach einstellen. Das Parlament geht seiner Arbeit nach. Wir wollen und wir müssen unsere Arbeit verrichten, weil wir die Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger sind, weil nur wir Gesetze beschließen können für dieses Land und weil natürlich auch unsere Aufgabe nach wie vor die Kontrolle des Regierungshandelns ist. Es gibt, und das finde ich ist eine erfreuliche Feststellung, es gibt einen geregelten Parlamentarismus, und das muss gerade in schwierigen Zeiten gelten. Für das Parlament kommt insoweit, auch das bin ich gefragt worden, insoweit natürlich keine Beschränkung der Anzahl derer, die zusammenkommen müssen, in Frage. Der Landtag besteht aus der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder, das sind 137. Und nur wenn wir beschlussfähig sind, die Beschlussfähigkeit habe ich bereits festgestellt, können wir die Regelungen, auf die die Bürger, auf die die Wirtschaft, auf die die Betroffenen ja dringend warten, in Kraft setzen. Wir sind uns unserer Verantwortung dabei bewusst. Wir können als freies Parlament alleine den Nachtragshaushalt beschließen. Und die Menschen in unserem Land brauchen diesen Nachtragshaushalt. Deswegen gibt es zu dieser Plenarsitzung keine Alternative. Aber wir haben alle nur denkbaren Maßnahmen ergriffen, dass Abstände eingehalten werden können, dass es möglich ist, der Debatte auch außerhalb des Plenarsaales zu folgen und dass es bei den Abstimmungen dann zu möglichst wenig Kontakten in Klammern ohne Distanz kommt. Wir haben, ich finde, das mit Augenmaß und mit Vernunft organisiert. Allen ist klar, man kann nicht jedes Risiko zu 100% ausschließen, aber man kann es auf ein Minimum reduzieren. Das haben wir getan. Aber wie gesagt, ein Parlament muss auch in schwierigen Zeiten funktionieren. Erlauben Sie mir, einen Dank zu sagen. Ich will das ich darf das in Ihrer aller Namen machen. Die derzeit ja in den Supermärkten dafür sorgen, dass es dort weitergeht, die an der Kasse sitzen, die Selbstsorge haben, was da geschieht und dafür sorgen, dass wir versorgt sind, aber auch die, die als Ärzte, die im Pflegedienst oder die in sonstiger Funktion in unseren Krankenhäusern das Gesundheitssystem am Laufen halten und die dafür sorgen, dass es weitergeht. Das sind für mich die wahren Helden dieser Tage, die wahren Helden des Alltages. Und deswegen will ich Ihnen, und ich glaube, das in Ihrem Namen tun zu dürfen, Ihnen allen unseren tief empfundenen Dank sagen. Meine Damen und Herren, die Tagesordnung vom 17. März sowie der Nachtrag vom heutigen Tag liegen Ihnen vor. Sie erkennen am Umfang der Tagesordnung und auch an der Sitzordnung, dass es besondere Bedingungen heute gibt. Ich habe dazu einiges schon gesagt. Wir reagieren als Landtag darauf. Wir haben uns im Ältestenrat darauf geeinigt, dass nicht alle Abgeordneten durchgängig im Plenarsaal anwesend sind. Wir haben die Besuchergruppen abgesagt, die Öffentlichkeit, und dafür bin ich sehr dankbar, wird heute durch die Medienberichterstattung, ich heiße Sie alle herzlich willkommen, durch Journalistinnen und Journalisten hier im Sitzungssaal und durch unseren segensreichen Livestream sichergestellt und hergestellt. Den Livestream können Sie im Medienraum sehen, in der Ausstellungshalle, natürlich in Ihren Büros verfolgen. Und dadurch wird ein bisschen die Situation hier im Plenarsaal entspannter. Wichtig ist zu betonen, dass alle Abgeordneten die Möglichkeit haben, an der Plenarsitzung teilzunehmen. Aufgrund der fehlenden Besuchergruppen können wir dabei, wir
praktiziert es ja auch bereits, den Platz auf der Besuchertribüne nutzen. Die Abstimmungen erfolgen allerdings hier im Plenarsaal, und das heißt hier unten und auf der Besuchertribüne. Und dabei ist zu beachten, und das bitte ich Sie dann auch zu tun, dass das Abstimmungsverhalten hier von meinem Platz aus gut sichtbar sein muss. Wie gesagt, für uns alle neue Herausforderungen. Die Schriftführer sitzen sehr weit weg von mir. Das ist aber lediglich räumliche Distanz. Ansonsten besteht zwischen uns keine Distanz. Das ist ein Sicherheitsabstand in Zeiten wie diesen, der notwendig ist. Und ich darf Sie bitten, so sehr unser parlamentarischer Betrieb hier von Gesprächskontakten lebt, auch ausreichend Abstand zu halten. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass es draußen etwas kahl aussieht, wo sonst eigentlich die Gespräche geführt werden. Es wird dort keine Verpflegung geben. Wir haben die Möbel weggeräumt. Für diejenigen, die Durst haben, ist aber Wasser bereitgestellt. Wir versuchen, soweit das möglich ist, ich glaube, wir haben den Versuch schon beendet, die Türen des Plenarsaals offen zu halten, dass Sie auch da keinen Kontakt mit Türklinken haben. Das ist aber wegen des Schalls und wegen auch der Klimaanlage nicht ganz einfach. Zur Tagesordnung selbst. Wie Sie dem Nachtrag Top 12 bis 14 nehmen können, sind noch eingegangen ein Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Hier ist das der Beschluss nach § 2 des Artikel 114 Gesetzes. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes und des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes. Die Drucksachen sind elektronisch zugeleitet worden, sind auch in den Fächern verteilt. Der Aufruf erfolgt im Anschluss an die Regierungserklärung. Zum Antrag der Landesregierung zu den beiden Gesetzentwürfen ist noch ein weiterer Änderungsantrag eingegangen und auch an den Plätzen und auch in den Fächern verteilt. Es handelt sich um die Drucksachen 20-2592, 20-2593 und 20-2590. Sie haben die Drucksachen gestern Abend auch elektronisch erhalten. Die Änderungsanträge werden dann entsprechend nach unserer Übung aufgerufen und abgestimmt. Weiter eingegangen und an den Plätzen ist ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten betreffend Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen, Drucksache 20-2591. Hier darf ich fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser dringliche Gesetzentwurf Top 18. Eine Aussprache haben wir nicht vorgesehen. Ebenfalls noch eingegangen an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Auswirkungen der Corona-Pandemie entschlossen bekämpfen. 20-2595 wird auch hier die Dringlichkeit bejaht. Auch das scheint offensichtlich der Fall zu sein. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 20 und wird, wenn dem niemand widerspricht, zusammen mit Top 13 aufgerufen. Können wir die Tagesordnung so genehmigen? Auch Kollege Lenders, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und auch an die Kollegen, dass wir den Dringlichen Antrag der Freien Demokraten jetzt mit dem Gesetzentwurf aufrufen. Hier ist eine Redezeit von 5 Minuten vorgesehen. Auf die Redezeit werden wir aus unserer Sicht nicht benötigen, sondern wir können die Diskussion dann innerhalb des aufgerufenen Gesetzentwurf dann abhalten. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Das erleichtert uns das Verfahren. Ich sehe Nicken in allen anderen Fraktionen. Dann machen wir das ganz genau so. Wir haben im Ältestenrat vereinbart und in der Tagesordnung auch vermerkt, dass wir heute bis zur Erledigung der Tagesordnung tagen. Eine Mittagspause ist nicht vorgesehen. Wir beginnen im Anschluss an die Mitteilung mit Top 2. Das ist die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten betreffend Corona, Herausforderungen für Hessen. Vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen haben wir ein paar Verfahrensregeln getroffen miteinander. Wir haben vereinbart, dass weitere Initiativen nicht eingereicht werden. Wir haben den Verzicht auf Kurzinterventionen vereinbart und Zurückhaltung bei Zwischenbemerkungen. Wir haben vereinbart im Ältestenrat, dass die Mehrheitsverhältnisse nicht infrage gestellt werden, dass keine namentlichen Abstimmungen erfolgen, dass keine geheimen Abstimmungen erfolgen und dass im Falle der Verhinderung einzelner Abgeordneter ein Pairing vereinbart wird. Ich will das sehr ausdrücklich sagen. Ich bedanke mich bei allen Fraktionen dafür, dass wir das in einer so kooperativen und stilvollen Art und Weise miteinander regeln konnten. Das ist ein sehr erfreuliches Zusammenstehen in einer solch schwierigen Zeit.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt seit unserer letzten Landtagssitzung auch traurige Mitteilungen. Zwei ehemalige Kollegen, zwei ehemalige Abgeordnete sind verstorben, denen wir gedenken möchten. Und ich darf Sie bitten, sich erneut von Ihren Plätzen zu erheben. Im Alter von 95 Jahren ist am 29. Februar der frühere Präsident des Hessischen Landtages, unser früherer Kollege Dr. Erwin Lang, verstorben. Er wurde am 14. März 1924 in Bad Nauheim geboren. Nach einem Studium der Mathematik, Physik, Rechts- und Staatswissenschaften, Soziologie, vergleichenden Kulturwissenschaften und politischen Wissenschaften an der Technischen Hochschule Darmstadt, der Universität Frankfurt und der Universität Mainz promovierte Erwin Lang und war von 46 bis 55 im hessischen Schuldienst tätig. Von 55 bis 69 war er Bürgermeister in Raunheim. Abgeordneter des Hessischen Landtages war er vom 3. April 1964 bis 31. Juli 1988. Vom 3. Oktober bis zum 16. Dezember war er hessischer Minister der Finanzen. Vom 19. Januar 1967 bis zum 21. Oktober 1969 war er Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. Vom 3. November 1976 bis zum 5. Dezember 1978 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Und er gehörte während seiner Zeit als Abgeordneter zahlreichen Ausschüssen, unter anderem dem Haupt-, dem Haushalts- und dem Kulturpolitischen Ausschuss an. Erwin Lang war vom 13. Oktober 1983 bis zum 23. April 1987 Präsident des Hessischen Landtages. Er war verheiratet und hat ein Kind. Im Alter von 74 Jahren ist unsere frühere Kollegin, die Abgeordnete Rita Streeb-Hesse, am 25. Februar verstorben. Man muss sagen, viel zu früh verstorben. Nach einem Lehramtsstudium in Frankfurt am Main war Rita Streeb-Hesse von 1968 bis 1991 Lehrerin. Für sie war der Schuldienst nicht einfach nur ein Beruf, sondern die Arbeit mit jungen Menschen war für sie eine echte Berufung. Rita Streeb-Hesse hat insbesondere in Frankfurt viel für die Bildung für alle getan. Sie hat dem Hessischen Landtag angehört vom 5. April 91 bis zum 4. Oktober 98. Und war vom 26. April 95 bis zum 20. April 98 stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, vom 28. April 1995 bis zum 4. Oktober 1998 war sie Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses und dann war sie von 98 bis 2005 Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Unser Mitgefühl gilt den Familien und den Angehörigen. Vielen Dank, dass Sie sich erhoben haben. Und wo es Leid gibt, gibt es auch Freude. Seit dem letzten Plenum konnten mehr runde Geburtstage gefeiert werden. Elisabeth Kula hat Geburtstag gefeiert. Christoph Degen hat Geburtstag gefeiert. Er ist 40 Jahre alt geworden. Manfred Penz ist ebenfalls 40 Jahre alt geworden. Und Heiko Kassikert ist vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden. Alle sind in ein neues Lebensjahrzehnt gestartet. Herzlichen Glückwunsch für das kommende Lebensjahr. Alles Gute, viel Glück. Und ich glaube, in diesen Tagen ist das Wichtigste Gesundheit. Und das wünschen wir unseren Freunden und Kollegen natürlich auf das Allerherzlichste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit habe ich die amtlichen Mitteilungen oder damit kann ich die amtlichen Mitteilungen beenden.